eine Aussprache von Jesus, die in dieser Zeit sehr aktuell ist, können wir lesen in Lukas Kapitel 12, Vers 40. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu der Stunde, da ihr's nicht meinet. Bist du wirklich bereit? Viele sagen, ach, das kann noch lange dauern. Lass uns fröhlich sein und von jedem Tag genießen. Lasst uns essen und trinken. Wir haben noch Zeit. Später, wenn ich einmal alt bin. Weißt du, ob du alt wirst? Bereit sein bedeutet jedoch nicht, dass du leben musst wie ein Einsiedler, einsam und allein in einer Höhle. Für ein Kind von Gott bedeutet es viel mehr, nämlich, dass du dein Licht brennen lässt in der Umgebung, wo du bist, und du umgürtet bist mit der Wahrheit, so dass du als Knecht durch dein gutes Zeugnis Schätze versammeln kannst in dem Himmel. Wenn Jesus kommt, möchte er gerne fleißige Knechte vorfinden, nicht solche, die sich wartend niederlegen und beinahe einschlafen. Lass dich nicht überraschen, wache, sei bereit, vor ihm zu stehen. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 12 sagt Jesus, welcher im Himmel ist, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Der Bezahltag kommt immer näher, wo wir Verantwortung ablegen müssen, was wir mit den gegebenen Talenten gemacht haben. Wie arbeitest oder baust du auf das Fundament Jesus Christus? Ist es mit reinem Gold, Silber, edlen Steinen oder mit Holz, Heu oder sogar Stoppeln? Das Feuer der Prüfung wird dies deutlich machen, und wenn deine Werke bleiben, wirst du Lohn empfangen. Verbirg deine Talente nicht, sondern entdecke sie und gebrauche sie für das Königreich von Gott. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir sehen an den Zeichen der Zeit, dass deine Wiederkunft nicht weit entfernt sein kann. Lasse uns die restliche Zeit gut benutzen, um Menschen in Not und Einsamkeit den Weg zu dir zu zeigen, wo sie ihre Lasten bei dem Kreuz ablegen können. Schenke uns mehr Erbarmen über die Menschen, welche verloren gehen, wenn sie dich, Herr Jesus, nicht kennenlernen. Schenke uns die Kraft, um fleißige Knechte zu sein in dieser Woche. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.